Geschnittene Gurkenscheiben haben möglicherweise 4 Menschen ins Verderben gestürzt. Einer von ihnen starb. Einem hessischen Obst- und Gemüsebetrieb, der unter anderem Krankenhäuser mit geschnittenen Gurkenscheiben beliefert hat, werden schwerwiegende Hygienemängel vorgeworfen. Das berichtet die Welt am Sonntag und stützt sich auf ein Gutachten der hessischen Taskforce Lebensmittelsicherheit. Demnach seien 4 Menschen durch keimbelastete Lebensmittel an Listeriose erkrankt. Mindestens 2 hätten sich infiziert, als sie sich im Krankenhaus aufgehalten haben. Listeriose kann laut Robert-Koch-Institut unter anderem Fieber, Muskelschmerzen und Erbrechen verursachen. Laut dem Gutachten, das der Welt am Sonntag vorliegt, wurden stehende Pfützen, Rattenkot und Schimmel in der Produktion dokumentiert. Darüber hinaus fehlten Reinigungspläne und die Eigenkontrollen waren unzureichend. Aktuell soll die Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen die Firma ermitteln.